Moin, moin, ihr Lieben, Tjalfi hier. Es geht weiter mit unserem Bergdorf Plesches. Allerdings muss ich ja leider sagen, ist ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Video. Also ich habe weitergespielt und zwar weiter, als ich wollte. Es tut mir ehrlich leid, eigentlich wollte ich es so machen, dass halt der Bau des Torhauses komplett im Video abgedeckt ist. Also wir sagen, bis zum Bau des Torhauses und bis zu den Armbrüsten wollte ich eigentlich gespielt haben und dann wollte ich halt abschnittsweise immer mal wieder zeigen, wie das Dorf sich entwickelt. Da habe ich gepennt. Das Torhaus ist fertig seit dem letzten Video. Und ihr habt die Fertigstellung nicht mitbekommen. Also hier ist noch ein Stockwerk drauf gekommen. Also hier. Das war der Bereich, den müsstet ihr eigentlich beim letzten Video gesehen haben. Die Zimmer sind jetzt fertig. Hier sind dann auch entsprechend nette Betten drin. Hier ist noch ein Stockwerk drauf gekommen. Hier ist jetzt das Krankenzimmer und na. Hier sind auch nochmal Einzelzimmer und hier ist halt wieder diese typische Toranlage, die ich eigentlich immer so baue, dass sich die Schützen gegebenenfalls hier hinten zurückziehen können und dann einmal kurz raustreten, schießen und wieder zurück reintreten, wenn halt gefährliche Bogenschützen mit dem Angriff kommen. Ja, das ist das und wir stehen kurz vor einem Angriff. Dann hätte ich gesagt, gucken wir mal, was das taugt hier, unser neues Torhaus und auch unsere Armbrüste, die wir ja im letzten Video angefangen haben zu machen. Insofern stehen unsere Herrschaften hier jetzt langsam mal auf, gelle? So. Einmal reinholen. Die ganzen Schützen, die können sich hier oben mal hinpacken. Die platziere ich dann, wenn ich weiß, von wo die Angreifer kommen. Ihr seht, es sind auch noch ein paar Leute dazu gekommen. Tut mir echt leid. Ich dachte, ich hätte wäre weiter mit der Videoreihe. War ich aber nicht. So, der Kumpel, der kann hier mit hin. Scott macht die Notfallverteidigung hier in dem Raum. Svetrik kann hier hin. Und Loyal geht auch mal hier mit rein. Entschuldigung, dass wir die guten Kämpfer auch da haben, wo wir sie brauchen. Und falls wir Schnüftis haben, und wir haben Schnüftis ganz sicher, werden wir jetzt den Transport ausschalten, dass die Viecher nicht anfangen, uns zwischen den Beinen rumzuspringen, wenn wir gerade einen Angriff haben. Das habe ich nämlich schon mal gehabt. Das ist etwas nervig. Dann hoffen wir mal, dass das hier alles klar geht. Also eigentlich ist es schon klar gegangen. Ich habe das ja alles schon mal gespielt. Aber mal gucken, vielleicht stelle ich mich ja auch etwas dämlich an. Nein, ihr kriegt unsere Leute nicht. Schade eigentlich. Eigentlich hatte ich mir ja gewünscht, mit allen Fraktionen hier gute Beziehungen zu haben. So, Jungs, von wo kommt ihr denn? Also ja, von hier, aber wie lauft ihr? Das wäre jetzt mal die Frage. Okay, wahrscheinlich kommt ihr dann von links. Das können wir hier mal sperren. Das sollen unsere Transportschnüffs nicht nehmen. Okay, die kommen doch von der anderen Seite. Alles klar. Gut. Also, unsere stärksten Schützen sind der Gerold mit 16. Die Lili, die ist auch relativ gut, oder? Nee. Gille, okay, Gille oder Jill oder wie er heißt. Dann kommen Gerold und Jill hier hin. Elina schießt von hier. Lilith und Meravenna schießen dann auch von hier. So. Viel Spaß.
Jetzt kommt das langsame Tempo. Haben wir überhaupt Schützen dabei? Nö. Können die schießen, auf wen sie wollen. Ja, könntet ihr auch mal treffen, ihr Trottel, ehrlich. Danke. Okay, dann macht diese Aufstellung jetzt hier auch überhaupt keinen Sinn mehr. Dann geht der hier auch mal mit mitten rein. Und du gehst hier nach vorne. Du ballerst bitte auf den. Du ballerst bitte auch auf den. Ihr seht, wie tödlich die Armbrüste sind. Deshalb will ich die mal unbedingt haben. Also die Schützen, die normalen Bogenschützen, die schießen das im Leben nicht so klein. Okay. Hier kommt der Rambock. Das wäre mir wichtig, wenn da wirklich die beiden guten Schützen auf den ballern. Gut, jetzt müssen sich unsere Nahkämpfer mal bereit machen. Nehmen wir den Duell, darf das heute mal machen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Die verdammten Hunde. Ich mag sie ja eigentlich, aber jetzt hast du einen Hund? Dann ist das in Zukunft jetzt nicht mehr dein Hund. Dann ist das jetzt Gilles Hund. Mann, ey. Schnüffel, hau ab. Ja, willst du mal hier? Danke. Oh, das liebe ich doch wieder, Mensch. Dann greif du den Penner an. Danke. Die wieder was auch immer machen. Eigentlich kannst du die noch mal platt hauen. Danke. Ich glaube, jetzt sind die alle tot, oder? Jo. Soweit, so tot. In Ordnung. Gut. Dann können die wieder in den Feierabend gehen. Das war so mehr oder weniger auch das, was ich euch zeigen wollte. Also einmal an der Stelle, wo das Torhaus gerade fertig ist und die Armbrüste, dass ihr einmal seht, wie das im Kampfeinsatz ist. Und weil eigentlich seht ihr das auch gleich. Was jetzt noch kommt, ist, hier sind die Scheiterhaufen. Da werden dann die ganzen Leichen zerlegt. Hier ist auch was im Entstehen. Und ich hätte gesagt, ich lade jetzt den Spielstand ein, bei dem ich gerade bin. Und sie kann euch dann zeigen, was sich da getan hat. Und dann werden wir gleich wieder einen Kampf führen. Und diesmal kommen aber die Katapulte dazu. Das heißt, das wird dann nochmal ein bisschen spannender. In dem Sinne lade ich jetzt nochmal was anderes hoch. Nämlich den hier. Das ist mein eigentlicher Speicherstand, auf dem ich gerade bin.
So, also wir haben hier folgende Situation. Wir haben jemanden angenommen. Ich glaube, das ist die Philomena. Die ist neu. Ist, glaube ich, auch wieder vor den Barden geflohen, meine ich. Oder ist sie vor den Philosophen? Keine Ahnung. Also irgendwie ist die vor einem der Fraktionen, mit denen ich gerne Handel treiben würde, ist geflohen. Wir haben die aufgenommen, weil die, weshalb haben wir die aufgenommen? Weil die im Nahkampf gut ist, im Schneidern und in der Tierhaltung und Kochen auf 23 hat. Also das sind so Sachen, das war dann nicht verhandelbar. Wir haben, bevor der Angriff kam, eine Karawane losgeschickt. Die hat auch schon gehandelt. Eigentlich meine ich, hat die gehandelt, oder? Haben wir noch irgendwas, was wir erhandeln können? Wir haben schon gehandelt, gut. Den Typen, den lasse ich erst losmarschieren, wenn die Feinde auch da sind, dass er nicht am Ende noch in das Kampfgeschehen reinrennt. Das heißt, der muss jetzt da erstmal ein bisschen bleiben. Unsere Leute sind, ja, bereiten sich aufs Schlafen vor. Das heißt, ich kann euch jetzt erstmal zeigen, was hier im Dorf noch passiert ist. Der wesentliche Punkt, der passiert ist, wir laufen gerade über in Vorräten. Das kann man hier sehen. Das heißt, ich habe jetzt diesen Winter erstmal alle Pflanzen oder alle Beete abgerissen und werde die erst dann wieder etablieren, wenn wir hier langsam uns mal leer gegessen haben. Denn sonst muss ich einen Keller nach dem anderen bauen lassen, habe ich keine Lust zu. Auf der Forschungsschiene hat sich relativ viel getan. Wir können schmieden, das ist klar, Stahl können wir auch. Der Rüstungsschmied ist auch freigeschaltet, dass wir dann anfangen können mit den Stahlkettenhemden. Das werden wir auch in Angriff nehmen. Was haben wir noch? Brauerei ist freigeschaltet. Das bedeutet eben auch, dass wir mittlerweile relativ viele Sachen auf Tisch haben, was Alkoholiker angeht. Also wir haben ordentlich Bier. Wir fangen jetzt auch langsam an mit dem Met. Wie wir an einen Apfelwein rankommen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Irgendwie scheint das also bei mir jetzt immer nicht zu funktionieren. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier angefangen weiter zu bauen. So, hier unten ist die Küche mit zwei vernünftigen Herden und einem normalen. Also der stellt die Kuchen her. Hier ist die Schlachtbank. Dann haben wir hier die ganze Fermentierungsgeschichte, also die Brauerei, das Brauerei-Equipment und die Fermentierungstische. Hier oben wird dann die Werkstatt eingerichtet fürs Schmieden und für den Rüstungsmacher, dass die halt es nicht so weit haben zu den Stahlsachen hier. Was haben wir noch? Hier sind Keller. Das hier ist unser Keller für die Fermente. Hier habe ich auch schon mal angefangen, was zu bauen. Wie sieht es hier aus? Damit sollte das hinhauen. Hier sind zwei völlig überladene Nahrungsmittelbereiche. Insofern, ja, wir warten mal ab. Wir haben jetzt Bienen. Das ist die Imker, die können sich hier austoben. Tja, was noch? Und ich habe hier mal die Schnecke erweitert. Einfach, dass die hier länger langlaufen müssen, bis sie zu dem Torhaus kommen. Dass unsere Schützen mehr Zeit haben, die auch von den Mauern zu schießen. Ja, das ist es. Ich hätte gesagt, dann machen wir mal weiter hier. Und ich habe gerade ziemlich viele Viecher weggebracht. Also ich bin hier wirklich übergelaufen, was die Tiere angeht. Und jetzt langsam ist hier mal ein bisschen weniger. Die Hunde. Weniger. Wir haben jetzt nur noch zwei Hunde, die sich wahrscheinlich auch wieder vermehren wie die Bekloppten. Das machen die Tiere ja irgendwie. Aber so langsam wird das ein bisschen Fille. Das wird das nächste große Projekt der die Rüstungsschmiede und die normale Schmiede. Das wäre mir schon wichtig, dass das losgeht.
hätte gesagt, wenn die heute, naja, die kommen um 12. Gut, dann haben die gerade Pause und haben vielleicht auch was gegessen. Nee, da müssen wir am Terminplan nichts umstellen. Wie ihr seht, hier liegen auch Teppiche. Hier oben in einem Zimmer liegt, glaube ich, auch noch mal ein Teppich. Ja, hier liegen Teppiche, dass wir die Buden gemütlich machen. Aber trotzdem ist das ein einfaches Quartier, was wir hier haben. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Das heißt, die Quartiere müssen hier jetzt irgendwie noch nobler und noch größer und so werden, dass wir ja den Leuten auch den bestmöglichen Luxus geben können, den sie kriegen können. Was ist denn mit dir los? Wirst du geschlachtet oder was? Okay, nee, du wirst wohl nicht geschlachtet. Man könnte andere Sorgen. So, demnächst können wir auch mal den Scott wieder losschicken, wenn er bei dem Angriff kaputt geht. Wäre mir das auch recht. Das ist so ein Nörgelbatzen. Aber wir werden es nicht willentlich riskieren, dass der da in die Angreifer reinläuft. Insofern geht er erst los, wenn es hier mit losgeht. So, dann sollen die mal essen. Hier kommen Essen. Okay, dann müssen wir jetzt mal ranholen, alle Mann. Nein, ich trottel echt. Einmal daneben geklickt und schon war. So. Leute, es tut mir ja leid. Aber ihr müsst hier heute mal ins Torhaus, alle miteinander. So, dann schicken wir jetzt den Scott wieder nach Hause. Speichern ab. Und hoffen mal, dass die uns am Leben lassen, die Herrschaften. Weiter geht's. Ausgerechnet die. Ach, Scheiße. Wie viele sind da gekommen? 17. Fünfmal Bogenschütze, das ist ein Wort. Die werden uns zusetzen. Und vor allen Dingen werden uns die Bienen zusetzen. Also dann Mann auch. Los geht's. So, die Schützen, die stelle ich alles mal hier hinten an die Wand. Sich unsere Nahkämpfer bereit machen. Katze, wenn du beim Angriff durch die Tür marschierst, jetzt warte mal, das machen wir mal anders. Lass das mal mit den Tieren, die können sich immer noch drum kümmern, wenn der Angriff durch ist. Nicht, dass die Viecher sich jetzt neben ihre Halter stellen und dann aus Versehen die Tür aufmachen. Das kann ich erst beim Blindenangriff gar nicht brauchen. Dann können wir mal schneller. Das gibt's doch nicht. Wir stehen im Torhaus. Wieso sind die angeschossen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Echt, ich finde das so eine Schweinerei. Ausgerechnet ein Nahkämpfer. Nee, du warst das nicht. Du.
bitter. Alter, ich glaub's ja nicht. Das können wir gleich nochmal laden. Wir stehen hier im Torhaus, Leute. Die können da nicht durchschießen. Und trotzdem sind unsere Kämpfer angesägt. Ich verstehe das nicht. Das kann ja lustig werden. Können die Fliegen noch schießen? Die haben noch 40 Schuss. Ja, nee, das kann echt mal richtig in die Hose gehen. Dann müssen wir uns mal eine Strategie überlegen, wie wir das anders machen. Ob wir uns dann zumauern für eine kurze Zeit, in den Keller gehen und wenn dann die leer geschossen sind, dann kommen wir wieder hoch. Mal gucken. Also mit angesägten Kämpfern werden wir das hier nicht gewinnen. Nicht bei der Armbrüste. Ach, hey je. Nicht bei der Truppenstärke, die hier anrückt. Na bravo. Aber immerhin beschießen sie auch ihre eigenen Leute. Also wenigstens das ist dann auch konsistent, dass nicht nur unsere Leute unter dem Beschuss leiden, sondern halt eben auch deren eigenen. Doch nicht. Willst du mich verarschen? Könntest du den mal bitte erlegen? Das kann doch nicht wahr sein. Wenn der sich durch dieses Eisentor hackt, dann haben wir gewonnen. Ich meine, der Mann ist so einer der besten Nahkämpfer, die wir haben. Gott sei Dank. Danke. Gut, die ballern ihre eigenen Leute wirklich genauso nieder wie unsere. Wer hat denn eine Wunde? Geh bloß schlafen. 15 Uhr. Du gehst pennen. Ja, bitteschön. Ist auch keine gute Schützin, die wird uns nicht helfen. Ah, warte mal, nee, großer Denkfehler. Entschuldigung, Mädchen, du musst hier bleiben, sonst stirbst du am Ende noch unter dem Bombardement. Ach, verdammt. Wie viel Dinger haben die denn noch? Wie viel oft könnt ihr noch schießen? Zweimal können die noch schießen. So lange bleiben unsere Leute auch hier in dem Torhaus drin. Ach du Scheiße. Okay. Doyle. Herzlichen Glückwunsch, das ist dein nächster Gegner.
du den mal angreifen. Also ein Bug kann ich jetzt wirklich nicht gebrauchen. So. Ist das jetzt der letzte Schuss oder ist das der vorletzte Schuss, den sie jetzt absetzen? So, seid ihr jetzt fertig mit dem Bombardement? Wenn ja, gehen unsere Schützen, die noch fit sind, halbwegs fit zumindest, auf den... Okay, die haben die Katapulte ziehen lassen. In Ordnung. Oder haben die Katapulte in Ruhe gelassen? Also, die blutet, die geht pennen. So, Jille. Du gehst hier hin. Gerold, du gehst hier hin. Elvina geht hier hin. Lilith geht hier hin. Gerold. Also, du ballerst auf den Armbrustschützen und zwar so gut du kannst. Hier, bitteschön. Elvina, du ballerst bitte auch auf den Armbrustschützen. Mann, das ist ein ganz schönes Gemetzel. Thank you.
Da ist ja noch ein Armbrustschütze, scheiße. Ist da noch einer? So, Gilil. Auf wen schießt du? Hier noch einen Schützengriff bereit. Hilf den bitte. Gut, haben wir noch einen Bogenschützen, den wir bekämpfen müssen? Du bist ein Armbrustschütze. Okay, bitte alle auf den hier erstmal. Schau mal, das geht so. Gut. Da ist ja noch ein Armbrustschütze. Menschenskinners nochmal. Den bitte. Du bitte den hier. Und du bitte auch den hier. Danke. Geht nicht. Ja, lauf den, wenn du willst. Gerold. Der bitte. Gilly, bitte auch auf den. Danke. Du bereitest dich vor auf den Angriff von dem hier. Mein lieber Scholli. Heidewitzka, Kapitän. Okay, dann sollen unsere Schützen sich nochmal um den Kram kümmern hier. So, bitteschön. Schafft ihr den noch? Ne, schafft ihr nicht mehr, dann könnt ihr jetzt auch gehen. Okay. Na, das kann ja was werden. Was können wir herstellen?
Mein lieber Scholli, das war jetzt nicht so ganz ohne. Was lehrt uns das? Wir müssen den Bereich hier auf jeden Fall in Kalkstein bauen, Kalksteinblock. Lieber nochmal, lieber nochmal nicht. So, also Einzelebene. Mausezahn lege ich dich aber dann doch bitte irgendwann mal hin. Was reiße ich hier gerade noch ab? Verdammt. Man könnte mal einer sich um das, die Dame kümmern, das wäre ganz toll. Wer bist die? Bist du die Mehrwänner? So. So, liebe Leute. Du bereitest kein Essen. So, du machst hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann drin die einen. Na gut, dann glaube ich euch das mal. Also hier. Doyle ist zwar nett, aber du repariert. Willst du mich verarschen? Abreißen, Idiot.
So, jetzt können unsere Transportschnüffdies auch mal wieder zugeordnet werden. Und zwar am besten zu den Schützen erstmal. Das können wir vielleicht noch mal ernten, ja, alles. So, jetzt können wir unsere Baunasen auch noch mal sagen, dass sie bitte bauaktiv werden. Du gärtnerst nicht, du machst hier weiter. Transportschnüffs, die transportieren auch wieder. Okay. 21 Uhr, das wird zu doll, dann sollen die hier was anderes machen. Ah, sehr schön. Das ist doch gut. Tja, wie hat sich das Torhaus bewährt? Wie immer, also sie sind nicht durchgebrochen. Es ist auch keiner gestorben, aber ich hatte mir da wirklich mehr erhofft, was die Stabilität angeht, dass die jetzt hier nicht unbedingt, naja, von Steinen getroffen werden, wenn sie hier im Torhaus drinstehen. Das bedeutet aber auch, wir müssen wahrscheinlich hier die Doppelwand auch noch viel weiter hier reinziehen. Ich glaube, das wird ein Punkt, den wir mit Sicherheit noch machen werden. So, wie viele Leichen gammeln denn da noch rum? Eins, zwei. Ja, gut, dann haben wir das wenigstens abgearbeitet. Ich hätte gesagt, an dieser Stelle werde ich auch wieder rausgehen und erstmal die ganzen Schäden hier beheben von dem Angriff. Und dann hole ich euch wieder ran, um euch die weitere Entwicklung von dem Dorf zu zeigen. Aber das wird jetzt eine Weile dauern, einfach weil ja noch viel repariert werden muss, weil ja noch viel eingeschmolzen und zerlegt werden muss.
Insofern, ja, okay, noch ein Transportschniff und noch ein Hund. Haben wir noch irgendeinen Schützen? Als Liebling für den Schützen, ne? Ja, ich glaube. Ansonsten kann Scott auch noch ein Tier haben, der ist zwar Nahkämpfer, aber der ist steht meistens nicht in der vordersten Reihe. Lili, Meravenna, Rina, Gerold, Ginne. Eine Leiche, ich bin ein armer Siedler. Dann pumpen die sich auch noch gegenseitig an. Grandios. Aber immerhin reparieren sie fleißig. Ich hoffe mal, dass sie auch irgendwann mal die Tür reparieren. Das wäre jetzt ja mal eine gute Idee, eventuell. So, Leute, ich beende jetzt die Aufnahme. Ich hole euch wieder ran, wenn hier die ganzen Schäden behoben sind. In dem Sinne, bis später.